Das erste Quartal 2021 ist vorbei. Heute möchte ich mir mit dir gemeinsam anschauen, welche Möglichkeit die Datasbank bietet, damit wir uns dieses Quartal noch einmal im Detail anschauen können. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier am Kanal von Finanzen verstehen. Mein Name ist Matthias und heute möchte ich dir den Quartalsbericht der Datasbank zeigen. Melde dich zuerst an und wähle dann aus, dass du in dein Depot möchtest. Du siehst jetzt hier deine Depotübersicht, wie du sie kennst. Du siehst dein Depot, dein Verrechnungskonto, deine aktuellen Summen. Die Datasbank bietet dir einen Quartalsbericht an, der zum Ende jedes Quartals für dich bereitgestellt wird. Wo findest du den jetzt? Und zwar möchte ich dich hier auf diese Leiste ganz unten aufmerksam machen. Hier, der Schnellzugriff. Du hast hier die Möglichkeit, ganz einfach in den Servicebereich zu kommen. Kommst du eben zum Formularcenter. Die Stammdaten kannst du ändern, das Anlegerprofil, du kannst dein Depot sperren und du kannst Berichte drucken. Und hier klick jetzt einfach einmal drauf. Du bist jetzt im Servicebereich bei den Berichten und hier hast du die Auswahl, welche Art von Bericht du dir herunterladen möchtest. Jetzt siehst du immer noch nicht, wo steht jetzt Quartalsbericht. Wieder nach unten scrollen, ganz unten die letzte Position, der Quartalsbericht. Dann hast du hier die Möglichkeit auszuwählen, für welches Quartal du dir diesen Bericht herunterladen möchtest. Du kannst den auswählen für jedes Quartal, wo du eben schon ein Depot bei der Datasbank hattest. Also in meinem Fall, ich bin jetzt seit dem zweiten Quartal 2020 bei der Datasbank und könnte mir jetzt rückwirkend diese Berichte alle herunterladen. Aber mich interessiert jetzt nur der des ersten Quartals 2021. Ja, Bericht anzeigen, einfach draufklicken, dann ladet er das Dokument als PDF herunter. Und das Ganze schaut dann so aus. Du siehst oben deine persönlichen Daten und danach geht es auch schon los. Was verratet uns da dieser Bericht? Man sieht den Depotbestand zum Jahresanfang und zum Ende des ersten Quartals. Darunter siehst du deine Wertpapierpositionen und welchen Depotanteil sie ausmachen, wie sie bewertet wurden zum Quartalsende, also der Bewertungskurs. Du siehst deine Nettoentwicklung, ja, bei mir jetzt negativ, minus 0,8%. Ich sehe die Mittelveränderung. Ich habe hier einmal 255 Euro eingezahlt, Depot Ein- und Ausgänge. Ich habe ein paar Aktien übertragen. Das wird mir eben hier angezeigt. Ich habe Aktien im Wert von 5.500 Euro zur Datasbank hin übertragen. Das ist eben diese Position hier unten. Auf der zweiten Seite siehst du ganz oben die Kosten, die für mein Depot anfallen. Häufig bekomme ich ja in der Community die Frage gestellt, gibt es nicht irgendwie ein kostenloses Depot in Österreich oder ja, Depotgebühren möchte ich eigentlich nicht zahlen. Ich möchte möglichst ein kostenloses Depot haben. Es muss unbedingt kostenlos sein und so weiter. 0,04% an Gebühren für eine Wertpapierdienstleistung, die mir die Datasbank anbietet. Das ist ja ein sehr, sehr faires Angebot. Das ist ja im Prinzip nahezu kostenlos. Ich meine, das sind 8,43 € im Vergleich zu dem Service, den mir die Bank bietet, wo ich ein Depot habe auf der anderen Seite von über 25.000 Euro mit Unternehmen, die mir Dividenden ausschütten. Ja. Ich habe den Service, ich kann die Datasbank von Montag bis Freitag erreichen, auch nach Mittag noch. Also welche Bank hebt ihr am Freitag um 16 Uhr noch ab? Ich kenne da keine Filialbank, die um die Uhrzeit noch erreichbar ist. Und von dem her, die Kosten, man sieht es hier ganz schön. Die Gebühren, das sind die Depotgebühren, 5,93 € und darunter Entgelt 0,01%, diese 2,50 €. Das sind eben die Kontoführungsgebühren. Also Kostenpunkt bei der Dadat finde ich definitiv sehr fair. Also sich hier über die Kosten aufzuregen, verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht. Unter den Kosten siehst du meine aktuelle Vermögensaufstellung. Siehst du, ich habe aktuell nahezu alles investiert, darunter etwas Geld liegen am Wertpapierverrechnungskonto. Und am Ende der zweiten Seite siehst du dann noch meine Performance von 0 weg am 1.1. auf etwas über 30% seit Mitte Februar dann wieder zurück in Richtung der Nullerlinie. Auf der dritten Seite siehst du dann wieder die Wertpapierpositionen nochmal aufgeschlüsselt, also nichts Neues. Und auf der vierten Seite nur mehr eine Erklärung zu diesen ganzen Begriffen. Abschließend lässt sich sagen, der Quartalsbericht liefert dir eine super Übersicht über dein Depot, über die aktuellen Kosten, welche Eingänge du hattest. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Verrate mir gerne in den Kommentaren, ob du den Quartalsbericht bereits kanntest oder
ob das jetzt Neuland für dich ist und ob du diesen in Zukunft zur besseren Übersicht nutzen wirst. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.